In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die Bremsen vor. Wie Sie vermutet haben, Tandems brauchen eine Scheibenbremse. Die haben eine enorme Bremskraft. Und schnell zu erkennen ist, diese Bremsscheibe ist deutlich größer wie ein herkömmlicher E-Bikes, nämlich 203 mm. Also je größer der Durchmesser, umso stärker die Bremswirkung. Und jetzt könnte man vermuten, hoppla, was ist denn das? Das ist eine ganz einfache Bremse da vorne, mit einem Seilzug betätigt. So was macht man ja gar nicht mehr. Aber weit gefehlt, denn diese mechanische Bremse wird sogar an Lastenrädern eingesetzt und schon seit vielen Jahren, die ist richtig bewährt. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht in der Werkstatt? Die Erfahrungen sind sehr gut. Was schön ist, der Bremswortklotzwechsel geht relativ gut und schnell. Und man hat auch noch den Vorteil, als Kunde selbst auf der Tour die Bremse noch einmal nachzustellen. Also hier ist ein Rädle, dort ist ein Rädle. Genau, und wir haben sogar hier noch ein Rädchen. Das heißt, wir können den rechten Bremsklotz korrigieren und auch den linken Bremsklotz. Und das Einfachste ist natürlich nur den Bremszug nachstellen. Dazu haben wir bereits Filmle gemacht, die Sie bei uns im internen Kundenbereich unserer Internetseite finden. Also das stellen wir nicht jedem zur Verfügung natürlich, sondern nur denen, die auch bei uns Rädle gekauft haben. Und da können Sie dann, wenn Sie sowas machen wollen, einfach das Filmle angucken, das geht so 3 Minuten. Und dann geben wir Ihnen noch ein Werkzeug mit, machen Sie tschuk, 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 und dann geht die Bremse wieder. Sollte Sie können, so wie ein Motorradfahrer, ich kenne das nur von früher, muss man beim Motorrad die Bremse nachstellen, hat man ja auch gekönnt. So, dann haben wir, ja, der Vorteil ist eigentlich von den mechanischen Zügen, da wir ja eh einen Seilzug brauchen, der ja getrennt wird nach hinten, haben wir uns entschieden, an unsere normale Nuvinci-Tandems auch vorne eine seilzugbetätigte Bremse zu verwenden, weil sie einfach gut ist. An den Roloff-Modellen, die gedacht sind für lange Strecke, für ganz schwere Personen, für Berge, da verwenden wir dann vorne eine hydraulische Scheibenbremse. Hydraulik bedeutet ja, da ist ein Hydraulikschlauch, da wird eine Flüssigkeit ist da drin und dieser Druck, der hier an dem Hebel erzeugt wird, wird über die Flüssigkeit weitergeleitet bis hier in die Bremszange und dadurch kann hier einen sehr hohen Anpressdruck der Bremskolben erzielen. Ja, das ist wichtig, um noch mehr zu verzögern. Also es sitzen hier immerhin zwei schwere Leute drauf, eventuell. Und sie fahren steile Berge runter. Und da haben wir uns überlegt, dann sollte man da eigentlich auch eine optimale Bremse haben. Warum an unserem Roloff-Modell wir das automatisch einsetzen, ist ganz einfach. Das ist die Kombination zwischen der Schaltung, die ja in den Gebirgen, Mittelgebirge und so weiter verwendet wird, für schwere Personen. Und zum anderen, wenn ich lang hochfahre, muss ich auch lang runterfahren und schwere Personen wie ich eben mehr. Aus dem Grund muss automatisch ja auch die Bremse verstärkt sein. Das ist der Hintergrund, warum wir an den Roloff-Modellen automatisch eine hydraulische Scheibenbremse, eine Vorderradbremse verwende. Warum keine Hinterradbremse? Ganz einfach. Wir müssen ja das Ding teilen, gell? Das Tandem. Und teilen kann man am besten einen Seilzug, der ja unten da mit den Schäublern verbunden ist. Das ist das eine. Das andere ist, eine Vorderradbremse bremst rein physikalisch von der gesamten Bremswirkung ca. 80-90%. Das heißt, was da hinten passiert mit der Hinterradbremse, das ist eigentlich das ist zu vernachlässigen. Die unterstützt noch ein bisschen. Aber die Vorderradbremse, auf die wird ja die ganze Masse der Fahrer und des Gepäcks daneben drauf eingeleitet, in diese kleine Bremse daneben. So, und aus dem Grund, Sie werden das vielleicht auch von anderen Beispielen her kennen, Motorräder, vorne haben wir Doppelscheibe, hinten vielleicht nur eine Scheibe oder eine Trommelbremse. Also vorne wird immer die stärkere Bremse verwendet an einem Fahrzeug und hinten eher die einfachere. So, als wenn Sie jetzt bei uns mal zum Probefahren kommen, testen Sie das. Und wenn Sie selbst ein Rad kaufen, ein Tandem bei uns, achten Sie darauf, die Bremswirkung wird erst so nach 50-100 Kilometer Einfahrzeit erst optimal.
vorher, da ist es noch nicht so richtig. Also diese Bremsscheibe und Bremsbacke, die müssen sich erst miteinander einarbeiten, bevor dann hier die maximale Bremswirkung entsteht.